Bin mal wieder im Wald unterwegs, im Ausland, versteht sich. Mein erster Fund hier heute ist ein Schild. Guck mal, naja, so tief in der Erde. Und das hat der ORX gefunden. Ist zwar nur ein Schrottsignal, Eisen, kam aber rein. Gucken, was da drauf steht. Ich würde sagen, da steht eine 40 drauf. Ja, ein Schild. Ohne 40 drauf steht. Naja, das ist nicht besonders. Fichtenschrott. Nehme ich aber mit und Fichtenschrott. Gut, jetzt weiter. Jetzt habe ich hier den nächsten Fund gemacht. Und zwar bin ich hier ein bisschen im Wald abgedriftet. Habe ich einen Pfeifendeckel gefunden. Im Wald hier. Schön. Schöne Sache. Aber halt kaputt. Und naja, eigentlich ist das Schrott. Der nächste Fund, wieder so ein komisches, abstrakter Teil. Ich gehe mal davon aus, dass es vielleicht mal eine Suppenschüssel war, aber hier muss was oben was drunter drauf gewesen sein. Also vielleicht auch doch nicht. Ich dachte erst eine Schöpfkelle. Aber es muss irgendwas, ja, weiß, was das ist. Irgendwie so ein Teil. Weiß keine Sau, wer das ist, was das ist. Na gut, geht weiter. Jetzt habe ich hier echt, ich glaube, eine Bleiplombe gefunden. Mitten im Wald, auf so einem Wall. Aber ich weiß ja, woher der Wall her ist. Ist nicht der Westwall. Da, hier ist eine 15 drauf, so eine Art habe ich auch noch nie gefunden. Und ich muss gucken, ich hätte fast gesagt, dass das auf der Seite aussieht wie so ein Reichsadler mit Hakenkreuz unten dran, aber naja, ich glaube nicht, dass das sowas ist. Ich muss unter der Lupe gucken, was das genau ist, dann zeige ich euch das. Na, würde ich sagen. Ich weiß ja, hier sind Sandhaufen, müsst ihr euch vorstellen. Hier wurde die Reichsautobahn gebaut und man hat Sandhaufen schon hingeschüppt. Die aber, ja, wurde nie gebaut, die Autobahn. Das Teilstück oder was, wurde angefertigt. Vielleicht in den Anfang des Krieges. Und dann hat man ja kein Geld mehr für gehabt, für einen Autobahnbau. Und ja, deswegen hat man hier die Sandwelle aufgeschüttet. Ich habe mich immer gewundert, was das ist und habe mich mal ein bisschen belesen. Bei mir in der Ecke gibt es auch so eine Welle, so eine Sandwelle über mehrere Kilometer, also bestimmt 30 Kilometer sieht man so eine Sandwelle und heute, wie gesagt, im Ausland unterwegs und da gibt es genau das gleiche. Gut, würde ich sagen, machen wir weiter, Bleiplombe. Der nächste Fund ist ein Schlüssel, ja, von der Schatztruhe, die ich jetzt hier noch suchen werde. Ja, weiß ich nicht, irgendein alter Schlüssel. Ich denke mal, wird vielleicht so ein Reichsarbeitsdienstmann getragen haben und irgendwann verloren haben. Ja, weiß ich auch nicht. Ja, jedenfalls ein alter Schlüssel. Schön, freut mich. Juhu. Naja, ein Schlüssel. Dann war ich noch mit dem Pinpointer nochmal drin und hab Tatsache noch den zweiten gefunden. Ja. Man sieht, es ist noch der gleiche Schlüssel. Nur ein bisschen verranzt. Ja, zwei Schlüssel. Schön.
und in dem schönen Loch dicht am Baum ein Vorhängeschloss. Ich denke mal auch schon ein bisschen älter, wie es ausschaut. Naja, das sind alles so eine Indizien, dass hier wirklich mal vielleicht der Rechtsarbeitsdienst gearbeitet hat. Und ja, hat hier vielleicht, war hier eine Baukiste, die mal aufgebrochen wurde oder so. Weil das sieht hier ziemlich zerstört aus. Kann auch sein, dass es im Krieg war oder nach dem Krieg wurde es kaputt gemacht. Vielleicht sind es auch sehr meine Schlüssel, die ich gefunden habe von dem Schloss. Siehst du, das kann mir so wirklich sein. Andere Seite waren die Schlüssel gewesen und hier habe ich das Schloss. Sieht mir so ähnlich aus. Ja, schönes Schloss. Schön. Freut mich. Jetzt kommt mal die Sache auch wieder näher. Ich habe jetzt hier eine Schnalle gefunden. Ich denke mal von irgendeinem Gürtel oder Ausrüstungsgegenstand. Von dem Arbeiter, der hier die Sandwelle, was sie aufgeschüppt haben. Ich denke mal, werden sie ja nicht großartig hier. Ich gehe mal davon aus, dass es vielleicht sehr der Mutterboden ist, den man früher vielleicht abgeschoben hat mit Raupen und dann hier hingelegt hat, wie man das heutzutage eigentlich macht. Ich weiß es nicht. Ist auch real. Gut, eine Schnalle gefunden. Ich mache euch ein Foto hin. Nicht, wie ich sauber mache. Ich werde das auch nicht sammeln, werde das Müll. Zeig euch aber ein Foto, wie das schön in der Nahaufnahme aussieht und dann geht's weiter, wa? Gut. Und zwar habe ich jetzt hier einen Rest. Hier war eben die Schnalle und hier habe ich einen Rest von einer Gabel. Hier sieht man noch die drei Zinken dran. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Ich mache noch ein Foto, keine Bange. Und hier ist die, der Stiel, der würde vielleicht so lang sein. So, und dann die Gabel hier vorne. Kann ich das ein bisschen sauber machen? Naja, auf der Seite sieht man das. Ich hätte fast gesagt, da ist ein Eichenlaub drauf, aber sieht echt nur so aus. Gut, das ist die Gabel. Naja, besser wie nichts. Aber man sieht, dass hier doch wer war. Ja, jetzt geht mal hier, zeig ich was schön Spektakuläres gefunden. Sprachenlernen, Bubble. Was ganz Spektakuläres habe ich gefunden. Und zwar ist hier ein Loch. Wenn ich da reinfasse, das ist hohl. Hier an der Seite ist so ein komisches Metallteil dran. Und die ganz tief in der Erde drin. Entweder haben sie nur ein Loch hier drin gerammt. Damals, also ich bin jetzt in der Mitte, hier hinten sieht man Welle. Und hier die Welle. Und hier zwischen sollte die Autobahn sein. Damals. Ja, komisch. Und hier in der Mitte drinne so ein komisches Teil. Aber ich buddel das jetzt nicht aus, mir einfach zu tief, da ich keinen Bock zu und muss ich so lassen. Gut, dann jetzt weiter. Jetzt kommen wir eigentlich zum nächsten Fund. Jetzt habe ich hier von einem sogenannten Schäkel, wo man vielleicht Draht mit festgemacht hat und irgendwas abgespannt hat. Vielleicht hat man hier schon vermessen gehabt. Ja, muss man ja vermessen haben schon. Und hat vielleicht versucht schon hier zu arbeiten. Hier sieht man noch ein Drahtseil dran. Oh, ganz interessant. Ein Drahtseil. Und ja, schönes Stück Schäkel, den nehme ich mit. Wie gesagt, entweder schmeiße ich den Müll. Ich habe ja alles mit meinem Zeug, was ich jetzt gefunden habe, habe ich an der Seite gelegt. Und derjenige, der hier heute mit ist, der hat gesagt, der fährt sowieso noch mal hier lang und räumt das alles auf. Siehst du jetzt noch mal das Ding so ja lose gekriegt. Das Stück Draht hier. Ja, ein Stück Draht und ein Schäkel. Jetzt habe ich hier so ein schönes Stück Eisen gefunden. Ich weiß auch nicht, von was das ist. Das ist ja nur grün, so ein bisschen. Armeegrün, aber es könnte auch sein, dass das von der Armee ist, in dem Land, wo ich gerade bin. Kann natürlich auch sein, waren ja auch nur alle grünen Fahrzeuge vielleicht. Man weiß es nicht. Ja, Stücke Eisen, wie gesagt, lege ich vorne hin. Das nimmt der Kollege mit, bei dem ich hier bin gerade. Und dann würde ich sagen, machen wir weiter. Und jetzt habe ich hier das Gegenstück vom Schäkel gefunden. Was man halt drin schraubt, die Schraube. Ja, also, ich bin jetzt hier auch mittendrin.
wo die Autobahn lang gehen sollte. Da hinten ist ein Haufen, hier sind die Haufen, da lag ein Kochpotz, ja, ein alter. Den habe ich nicht ausgebuddelt, den muss irgendjemand anders ausgebuddelt haben und nicht entsorgt haben. Naja, ist immer in dem Land hier, wo ich bin, ist ja vielleicht so üblich, ich weiß es nicht. Straße ist hier auch in der Nähe. Oh, naja, so ja, interessiert mich nicht. Gut, machen wir weiter. Schäkel hier vorne, der fliegt im Schrott. Jetzt bin ich hier drauf gestoßen auf den Schrott hier. Ich gehe mal davon aus, dass das mal eine alte Schubkarre war und ja, eine Schubkarre und ein Eimer, ein alter. Und das ist halt was, wo die halt hier gearbeitet haben. Die der Reichsarbeitsdienst, denke ich mal, oder irgendwas. Und hier in dem Loch sieht ein bisschen müllig aus. Und hier habe ich gefunden, jetzt gerade, das ist jetzt eine richtige Kelle. Eine Suppenkelle. Eins, was ein bisschen auf den Sack geht, ist weg hier in der Nähe vom von der Straße bin. Ich hoffe mal, dass wir vielleicht noch was, vielleicht drauf was erkennen können. Wäre schön, dass wir irgendein Zeichen finden, dass hier wirklich der Reichsarbeitsdienst oder irgendeiner war. Aber eigentlich ist es immer unten, wa? Nee, nee, das ist hier oben gewesen eigentlich. Nee, hier ist weiter nichts drauf. Bleib hier. Hier steht nichts drauf. Ist nur eine Suppenkelle. Also Suppenkellen. Stiel sozusagen. Aber hier ist noch mehr drin, ne? Aber dieses Gefühl. Auch viel mit Glasscherben. Geht jetzt schon wieder los mit Porzellan. Hier ist ein bisschen Porzellan. Und jetzt so dicht an der Straße. Ja, da kann ich keinen Bock drauf. Naja. Das ist Ton. Ne, das ist von der Backform. Von der alten Backform. Da ist eine Wurzel. Naja, das ist auf dem Müll hier. Glas. Muss man aufpassen halt. Immer Handschuh tragen. Aber eigentlich ist das was von Arsch hier zu buddeln. Brauche ich eigentlich auch nicht machen. Ich weiß ja nicht, warum ich das mache eigentlich. Wenn man denkt, immer macht den Sensationsfund. Hier ist. Das glaube ich ist vom Cantini Show. Nee, ist das nicht. Das wird zu tonig. Das ist kein richtiges Porzellan. Nee, das ist das nicht. Ach, mein Schwüler, ja, nicht buddeln hier. Warum buddelt denn jetzt hier? Was ist das denn? Ja, Koks habe ich auch schon ein paar Mal gefunden hier und eine Brandstelle. Aber das ist alles nicht tief. So. 0,35 Liter. So, kommt die Flasche her. Ah, steht. Ja. Irgendwas steht hier drauf, weiß ich nicht was. Gut, ich werde aber aufhören zu buddeln. Hier liegt Müll drin. Müll darf ich jetzt nicht ausbuddeln, da kein Bock. Nee, wir sind ja nicht Baby Bruder Lange. Max sei gegrüßt. Weil der kickt sowieso nicht, wa? Gut, das kommt nach vorne. Und dann, wie gesagt, alte Schubkarre. Kann sein, dass er hier so ja noch mehr liegt. Ich weiß es nicht, aber ich habe keinen Bock, den Mist auszubuddeln. Gut, ich mache euch ein Foto hier von dem Zeug und dann seht ihr das. Thank you.
jetzt könnt ihr das mal sehen, dass hier wirklich gearbeitet wurde, dass hier wirklich einer war. Jetzt habe ich hier aus dem Wall, hier unten drunter, eine Picke rausgeholt. Eine richtig große Picke. Und eine alte Picke. Das ist nichts Neues. Und da muss ich ehrlich sagen, die nehme ich mir mit nach Hause. Und da lade ich euch auch mal zu ein, wie ich die wieder schön mache. Mit Stiel und mit Stiel und so, dass man eine Picke hat. Und dann kann ich sie mir an meiner Wand hängen. Weil das nämlich geschmiedet ist, das, wie ich das sehe. Das Loch hier drin, das ist eine Schmiedepicke. Wirklich wunderschöne Teil. Die stelle ich erstmal hier hin, damit ich sie nicht vergesse. Und dann nehme ich sie mit. Gut, dann würde ich sagen, haben wir eine Picke hiervon. Schön, freut mich total. Die nehme ich mit, auf jeden Fall. So, dann würde ich sagen, Funde waren jetzt nicht so besonders gewesen. Ich bin auch davon ausgegangen, dass wir hier nichts großartig finden. Aber ich war draußen in der Natur, hab ein bisschen was gefunden. Mal gucken, wie lange ich noch mache. Kann sein, dass ich auch jetzt bald abhaue. Oder wir abhauen. Der Kollege, der ist irgendwo hinter mir ein Stück. Wie gesagt, der möchte nicht gezeigt werden, ist royal. Das akzeptiere ich auch. Und gut, würde ich sagen, machen wir weiter. Jetzt habe ich hier eben gedacht, was riesengroßes rundet. Ich denke, Mensch, da kommt ein geiles Abzeichen raus. Nee, Arschlecken. Irgendwas anderes. Aber ich gehe mal davon aus, dass das ein Uhrendeckel mal war. Von einer großen Uhr oder von einer Taschenuhr. Die Taschenuhr kommt schon eher hin, wa? Naja, da wird es schon helle unter. Ja, steht aber eine Struff, ist ein bisschen geriffelt. Ja, was ich noch erzählen wollte, mein Video mit dem, Eine Ewigkeit später. Mein Video mit dem Stahlhelm, den ich da versucht habe, ein bisschen zu restaurieren. Ich habe mit Beste gegeben, sag mal jetzt, denk mal, wenn ihr das Video jetzt seht, kann es sein, dass er schon lackiert ist. Ich weiß es aber noch nicht ganz genau. Weil die Sachen sind jetzt bestellt, weil jetzt vor kurzem kam gerade das Video, ich glaube jetzt Freitag, wir haben heute hier Samstag. Freitag habe ich das Video hochgeladen, einen Tag später jetzt haben wir. Gut, ein Deckel gefunden, vielleicht kriegen wir noch ein bisschen mehr sauber, zeigen euch von zu Hause aus. Das war das Video, wo ich nichts gefunden habe, großartig. Ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen. Lasst ein Like da oder abonniert den Kanal. Dass die Verlosung schon war in der Zeit. Ich schaffte bloß alle zeitlich nicht. Ja, Verlosung ist alle da. Ja, gefunden habe ich. Ja, außer Taschenuhr, Hinterteil, sag ich mal, sieht das schlecht aus. Aber so ist die Realität des Sonnenwillens. Ja, weg jetzt aufhören, ich fahre nach Hause. Tschüss und auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal.